täglich die neuesten Nachrichten am laufenden Band, damit du auch am Laufenden bleibst. Was du heute hörst, ist morgen schon vergessen. Aber was ist mit der guten Nachricht, auch Evangelium genannt? Also diese Nachricht von Gott höchstpersönlich. Ich teile sie dir jetzt mit und brauche dafür nur eine Minute. Und dennoch ist es eine Botschaft, die auch morgen noch einen Unterschied macht. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde. Er lebte das Leben, das wir hätten leben sollen, und starb den Tod, welchen wir hätten sterben sollen, an unserer Stelle. 3 Tage später stand er von den Toten auf und bewies damit, dass er der Gottessohn ist. Er bietet nun jedem Menschen das Geschenk der Vergebung und der Befreiung von allen Sünden an. Jeder, der das in Anspruch nimmt, verlässt seine eigenmächtigen Wege und vertraut ab sofort zu 100% auf Jesus und auf das, was er für ihn getan hat. Gott wird in Zukunft all jene reich beschenken, die ihm somit ihr Vertrauen geschenkt haben. Das war das Evangelium, und die Frage ist: Hast du schon jemals in deinem Leben Gott gedankt, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist?